warum in Augsburg weniger Immobilien gekauft werden, warum die Zahl der Notrufe zugenommen hat und warum viele Apotheken heute streiken. Der Nachrichtenwecker begleitet euch mit den wichtigsten Informationen in diesen Mittwochmorgen. Ich bin Greta Prünster und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. In Augsburg haben zuletzt rekordverdächtig wenige Grundstücke, Häuser und Wohnungen den Besitzer gewechselt. Im vergangenen Jahr wurden nur 2660 Immobilien gekauft oder verkauft. Das ist ein Rückgang von einem Viertel im Vergleich zum Vorjahr. Grund dafür dürften die wirtschaftliche Unsicherheit und die steigenden Zinsen sein. Die Zahlen stammen vom Städtischen Gutachterausschuss, einem Gremium aus Sachverständigen, das im Auftrag der Stadt alle Transaktionen auswertet. Interessant ist übrigens auch, wer in Augsburg Immobilien kauft. Weniger als die Hälfte der Käufer sind tatsächlich Augsburgerinnen oder Augsburger. Dafür ist der Anteil an Käufern aus anderen Bundesländern gestiegen. Außerdem kaufen viele Münchnerinnen und Münchner Immobilien in Augsburg. Der Anteil lag im vergangenen Jahr bei knapp 12%. Hunderte Demonstranten und viel Polizeiaufkommen gab es gestern in München. Dort hat eine sogenannte Drag-Lesung für Kinder stattgefunden. Zwei Drag-Künstler haben in der Münchner Stadtbibliothek Kindern etwas vorgelesen. Die Botschaft dabei war: Trau dich, so zu sein, wie du bist. Mitglieder der AfD und Querdenker haben gegen die Veranstaltung protestiert und von einer Frühsexualisierung von Kindern gewarnt. Deutlich höher war aber die Zahl der Befürworter. Rund 500 Menschen, viele von ihnen geschminkt oder kostümiert, haben ihre Zustimmung für die Veranstaltung zum Ausdruck gebracht. Beide Kundgebungen verliefen zwar laut, aber friedlich. Weniger friedlich war das, was im Vorfeld der Lesung passiert ist. Es habe Morddrohungen, vor allem gegen die Drag Queen, gegeben. Man sei gefragt worden, ob die Bibliothek kugelsichere Scheiben habe und auf andere Art und Weise eingeschüchtert worden, heißt es von der Stadtbibliothek. Eigentlich hätten ja drei Künstler und Künstlerinnen den Kindern vorlesen sollen. Eine von ihnen habe aber kurzfristig abgesagt, weil ihr der Druck zu viel geworden sei. Die Notrufnummern 110 und 112 werden in letzter Zeit deutlich häufiger gewählt. Das berichtet die integrierte Leitstelle Augsburg, die solche Anrufe entgegennimmt. Das liege allerdings nicht daran, dass die Zahl der Notfälle zugenommen habe. Im Gegenteil. Schuld sind vielmehr Fehlanrufe, die zum Beispiel generiert werden, wenn man das Handy in der Hosentasche hat und es sich dabei selbstständig macht, zum Beispiel weil der Touchscreen aktiviert wird. Offenbar gibt es ein neues Update bei Android, das dieses Problem verstärkt, weil man den Notruf damit noch einfacher anwählen kann. Für die Notrufzentrale bedeutet das zusätzliche Arbeit, denn sie müssen den Anrufen natürlich nachgehen und im Zweifel auch zurückrufen. An dieser Stelle kommt wie immer der Blick aufs Wetter. Die Sonnenphase reißt nicht ab. Wir haben auch heute wieder Temperaturen bis zu 23 Grad und das bei strahlend blauem Himmel. Die Tiefstwerte liegen bei 10 Grad. Vor dem Augsburger Amtsgericht hat es gestern erhöhte Sicherheitsvorkehrungen gegeben. Wer in den Gerichtssaal rein wollte, der musste sein Handy abgeben und seine Tasche durchsuchen lassen. Grund war der Prozess gegen zwei Klimaaktivisten. Meine Kollegin Ina Marx war dabei und sie wird uns jetzt auch gleich erzählen, warum der Tag vor Gericht ganz anders zu Ende gegangen ist als eigentlich erwartet. Hallo Ina. Hallo Greta. Beginnen wir vielleicht mal mit der Vorgeschichte. Es handelt sich ja um zwei Aktivisten, 19 und 20 Jahre alt. Was wird den beiden denn vorgeworfen? Ja, da ging es um eine Aktion im vergangenen Oktober bei der Regierung von Schwaben in Augsburg. Da hatten Aktivisten das Gebäude besetzt, dort protestiert, Plakate ausgerollt. Sie sind auch die Fassade emporgeklettert und haben da eine Polizeiaktion damit ausgelöst.
Hintergrund war die Genehmigung der teilweisen Rodung des Lohwaldes bei Meitingen auf Antrag der Lechstahlwerke, die dort erweitern wollen. Und gegen diese Genehmigung der Rodung haben die Aktivisten eben protestiert. Sie hatten auch dem damaligen Regierungspräsidenten von Schwaben Korruption unterstellt. Und die Staatsanwaltschaft wertet das als üble Nachrede. Und vor Gericht sollten sie sich auch wegen Hausfriedensbruchs verantworten. Und was ist dann vor Gericht passiert? Wie du eben sagtest, die Sicherheitsvorkehrungen, die waren recht streng an diesem Verhandlungstag. Die Polizei hatte sich vor dem Sitzungssaal postiert, hatte auch eine Liste dabei, wo sie aufnehmen wollte, wer alles den Gerichtssaal als Zuschauer betritt. Aber es kam eigentlich niemand. Nicht nur, es kamen keine Zuschauer, bis auf ein bekanntes Gesicht, sondern auch die Angeklagten erschienen nicht. Du sagst, ein bekanntes Gesicht war dabei. Wer ist denn da gekommen? Ja, also wer sich in den Zuschauerraum setzte, das war Ingo Blechschmidt, Mitinitiator des Augsburger Klimacamps. Der war zuletzt bundesweit in den Schlagzeilen gestanden im Zuge der Razzia gegen die letzte Generation. Dort wurde auch bei ihm zu Hause durchsucht. Gibt es denn eine Erklärung, warum die beiden nicht erschienen sind? Das Klimacamp hat tatsächlich dann Stunden später eine Erklärung per E-Mail verschickt. Und zwar heißt es darin, dass der Verteidiger der beiden wohl im Vorfeld zweimal versucht hat, die Verhandlung zu verschieben, weil er dem Gericht wohl mitgeteilt hatte, dass er zu diesem Termin nicht kann. Darauf wurde, so wird es geschildert, von Seiten des Gerichts nicht reagiert. Und die Angeklagten haben dann gesagt, okay, ohne ihren Verteidiger wollen sie nicht in der Verhandlung erscheinen. Genau. Ob das so stimmt, haben wir natürlich auch versucht zu eruieren, haben auch beim Amtsgericht nachgefragt hier in Augsburg. Aber da wurde mit Hinweis auf das laufende Verfahren dazu nichts gesagt. Und wie geht es jetzt weiter? Ja, also das ist, wenn wirklich Angeklagte in einer Hauptverhandlung unentschuldigt fehlen, dann gibt es, hat das Gericht die Möglichkeit, einen sogenannten Hauptverhandlungshaftbefehl zu erlassen. Das hat die Richterin auf Antrag der Staatsanwaltschaft dann auch getan. Das heißt, die beiden werden jetzt per Haftbefehl gesucht und werden in den nächsten Tagen mit Sicherheit inhaftiert werden. Und dann einer Hauptverhandlung einem nächsten Termin zugeführt werden. Jetzt würde mich eins noch interessieren, Ina, du warst ja da vor Ort. Wie hat das Gericht denn reagiert? Ja, das sind natürlich erfahrene Menschen. Also da braucht man sich jetzt nicht vorstellen, dass sie jetzt irgendwie wütend sind oder sauer sind. Also die haben, glaube ich, schon einiges in ihrem Berufsleben erlebt. Sie haben nur angemerkt, okay, schade, wegen des großen Sicherheitsaufwandes und dass man den halt das nächste Mal auch nochmal betreiben müsste. Aber das war es dann auch. Ein Prozesstag, der noch ein Nachspiel haben wird. Wenn es soweit ist, dann wirst du uns im Podcast auch bestimmt wieder davon erzählen, liebe Ina. Inzwischen schon einmal herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, Greta. Und auch das ist heute noch wichtig. Augsburgs Apotheken sind heute größtenteils im Streik. Grund dafür ist ein bundesweiter Protesttag. Dabei wollen sich die Betreiberinnen und Betreiber besonders gegen den anhaltenden Medikamentenmangel und die hohen Finanzierungskosten wenden. Ein Notdienst ist aber trotzdem verfügbar. Welche Apotheken dazu zählen, das könnt ihr auf der Website der Augsburger Allgemeinen nachlesen. Smash, Cringe und Lost. Diese Wörter haben einiges gemeinsam. Sie entspringen der Jugendsprache, wurden aus dem Englischen entlehnt und sind schon einmal vom Pons Langenscheid Verlag zum Jugendwort des Jahres gekürt worden. Ob es in diesem Jahr wieder ein englisches Wort wird, das ist noch offen. Der Verlag hat jetzt wieder zur Abstimmung aufgerufen. Teilnehmen können junge Menschen zwischen 10 und 20 Jahren. Dabei gibt es mehrere Phasen. Bis Anfang August können Vorschläge eingereicht werden. Dann wird auf die Top 10 reduziert und zum Schluss bleiben noch 3 Favoriten übrig. Am 22. Oktober wird dann das Gewinnerwort auf der Frankfurter Buchmesse bekannt gegeben.
Damit bleibt mir nur noch euch Tschüss zu sagen und wie immer natürlich auch Danke fürs Zuhören. Der Redaktionsschluss für diese Folge war am Dienstag um 24 Uhr und ich bin Greta Prünster. Ciao und bis morgen. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.